Snake! Been waiting long. Where's my gear? Right over there. That's more like it. Everything you had when you were captured is still there. Sorry about earlier. I had to use you as bait to gain access to Arsenal. It worked. Why didn't you tell me about Olga? You never asked. Ugh. Not happy about that? Get over it. Any effects of the virus yet? Still waiting on that. So, it was rigged by the Patriots? Looks like it. From what I can tell, Arsenal is headed for Manhattan. I don't know what Solidus is planning, but we'll have to deal with it one way or another. There's also a troop of production model Rays ahead. How many units? 25, according to Olga. 25? Yeah. Can't say I've faced that many Metal Gears before, but I think we can deal. No way we can. We can, because we have no other choice. How? I've stocked up on Stinger missiles. Oh yeah, Olga left this for you. Why? Olga asked me to give it to you. Besides, I'm not a big fan of blades. Move the right thumbstick up and down to make a vertical slice, and left and right to slice parallel to the ground. Move the thumbstick in a circle to do a rotating cut. Click the thumbstick to lunge and strike. You can guard with your blade if you have the lock-on button pressed down. You should be able to deflect a bullet or two. Okay, jetzt wird's spannend, weil... Oh, ich muss ihn erstmal ganz kurz heilen. Weil ich noch weiß, dass damals mein rechter Analogstick das nicht mitmachen wollte, weil ich das mit dem rechten Analogstick machen muss. Und wir werden es einfach mal testen, würde ich sagen. Und es scheint zu funktionieren. Ich bin sehr froh darüber. Oh, sorry. Aber es scheint zu funktionieren. Stich. Links, rechts. Hoch, runter. Und eine Kreisbewegung. Und ein Stich. Sehr schön. Funktioniert. Sehr schön. Ich bin sehr froh darüber. Ich bin sehr, sehr froh darüber. So, jetzt, wie war das mit dem Deflekten? Nein, das war umstellen. Genau, man kann nämlich das Schwert auch auf Betäuben umstellen. Das heißt, wenn es unten blau ist, dann ist es auf steht es auf Betäubung. Okay, das war's schon. Come on, time to go. If you run out of ammo, you can have mine. You got enough? Absolutely. Infinite ammo. Wait up, Snake. What? Snake, have you ever enjoyed killing someone? What are you talking about? I'm not sure. Sometimes it's hard to tell the difference between reality and a game. Diminished sense of reality, huh? VR training will do that. No. It was field training when I was a kid. I lied, Snake. I have more field experience than I can remember. It's not VR that's doing this to me. Raiden, we don't carry guns to take people down. We're not here to help some politician either. You can say that because you're a legend, a hero. I'm Jack the Ripper, a dirty reminder of a terrible mistake. Legends don't mean a whole lot. I was just a name to exploit, just like you. People will remember only the good part, the right part of what you did. There's no right part in murder. Not ever. And we're not in this to make a name for ourselves. Then what are you and Otacon fighting for? A future. You can stop being part of a mistake. Starting now. What am I?
What am I supposed to do? Find something to believe in and find it for yourself. And when you do, pass it on to the future. Believe in what? That's your problem. Come on. Snake, Raiden. Otacon, you all right? Yeah, so are all the hostages. That's good news. How's everything on your end? All right for now, but there is something. What? The Colonel's last transmission was strange. Strange? How? Just strange. No idea. Interference? I don't know. Where is this Colonel? I don't know. I've never met the man, actually. I'll dig around. Thanks. I owe you one. If there's anything else, call me on the codec. I might be able to help. The frequency is 141.12. Okay, wir wurden entdeckt. Es wird lustig. Ich weiß nicht, ob ich Munition... Doch, ich muss Munition sparen. Huch. Dankeschön. Jetzt kommen nämlich hier eine ganze Menge Gegner. No. Und die haben auch Schwerter, sehe ich gerade. Oh, eine Ration, sehr schön. Jetzt sammle ich gleich einen, nachdem die tot sind. Huch, nein, nein, nein. What the fuck? Don't fall behind. Ja, don't fall behind, was soll das heißen? Ich bin vorne rausgelaufen und gestorben fast. Get in there. Ja, ich bin ja schon dabei. Aha, Snake ist ganz schön... Oh. Er befiehlt ganz schön viel, so ganz ehrlich. Mist, ich drücke immer die falschen Tasten. Und ich brauche Munition. Ah, vor allem, ich sollte vor allem erst nachladen, bevor ich irgendwo rauslaufe. Welches Item macht das? Dankeschön. Ist hier noch einer? Nein, das war's doch schon. Ich habe das Telefon ausgewählt. Wieso habe ich das Telefon ausgewählt? Oh shit! Wo ist mein Schwert? Da. Ah, danke Snake. Ich glaube, Snake hat sich schon ausgeschaltet. Und ich brauche trotzdem eine Ration. Ich werde gerade ein bisschen scheiße, weil ich jetzt schon eine Weile nicht mehr gespielt habe und mich wieder an die Steuerung gewöhnen muss. Ah, wo ist denn jetzt das Schwert? Ah, jetzt habe ich das Schwert umgeschaltet. Nein, ich will es nicht umschalten, ich will es eigentlich nur benutzen. So, jetzt ist ja doch eigentlich cool, das abblocken. Ja, sehr schön, das funktioniert doch. Snake, du schießt, ich blocke ab. So, ich schieße und ich blocke ab, habe ich gesagt.
Raiden, about this colonel of yours. I found out where he is. Where? Inside Arsenal. What? I've checked out all the possibilities, but I keep coming back to Arsenal. It isn't a relay point, it's the origin of the signal. And the encryption protocol it uses is exactly the same as that of Arsenal's AI, the so-called GW. What the hell does this mean? I think it means you've been talking to an AI. That's impossible. The Colonel probably isn't GW per se. GW was most likely stimulating cortical activity in the dormant part of your brain through signal manipulation of your own nanomachines. The Colonel is, in part, your own creation, cobbled together from expectations and experience. That's crazy! But it's probably the truth. The virus may be starting to affect GW, which would explain the Colonel's behavior. It was all an illusion? Everything I've done so far? Raiden. Snake, what's happening around here? I don't know. What I do know is that you're standing right here in front of me. Not an illusion. Flesh and blood. Huh? It's your call. You can drop this if you want. No, I can't do that. Let's go. Und das ist es nämlich auch. Also alles eine Illusion. Raiden, they've got Rose. What? Rose is being held in the holds. It's a trap. Help! Rose! Raiden, get a grip. But Snake... It's a trap. Since the Colonel doesn't exist, there's no way he can take Rose hostage. Yeah, you're right. I am right. Okay. Does Rose exist? Don't be weird. She's your... What if I've never really met her? What? If the Colonel is something that I partly dreamt up, then... Everything I remember about her could be... Don't jump to conclusions. You and Otacon are the ones that say the Colonel never existed. Raiden! Is this what Olga was talking about? Genau das ist es nämlich auch. Wer gut hingehört hat, der wird es, oder gut die Kommentare mitgelesen hat, der wird merken, dass der Colonel sich ein paar Mal versprochen hat. Er hat irgendwas... von Simulation gesagt und nicht von Mission oder Auftrag, sondern er hat ein paar Mal Simulation gesagt. Und wer es jetzt immer noch nicht weiß, schaut weiter zu. Es wird, glaube ich, noch direkter aufgeklärt. Aber das ist ein Hinweis von mir. Oh, ich wollte eigentlich mein Schwert haben. Ich liebe es, mit dem Schwert zu kämpfen. Das ist so toll. What the fuck? Nicht wundern, ich bin nicht gestorben. Das ist eine weitere Täuschung von GW. Und ich brauche wirklich eine Ration. Danke, Snake. Snake macht hier die ganze Arbeit alleine, ey. Ich muss echt nichts tun eigentlich. Ich werde mich auch, glaube ich, jetzt mehr auf die Schwertkämpfer konzentrieren. Oder die Leute, die an mich heranspringen. Und ansonsten werde ich hier ein bisschen den Müßiggang pflegen, weil ich habe keine Lust zu sterben. Sterbt doch einfach alle, ihr Penner. Na, ah, Dreck. Um den werde ich mich gerne kümmern. Und den auch. Los, Snake, mach,
tu, was du kannst. Okay, das war's schon. Oh my God. Fortune. It's been a long wait, Solid Snake. The root of all my sorrows. What? 2 years ago, you killed my father. That was the beginning of hell for us. Everyone I love has been taken from me one by one. And no matter how hard I try, I can't follow them. An endless nightmare. The only thing we live for is to see it end. Our wait is almost over. You can't be serious about firing the nuke. Since no one can kill me, I may as well kill everyone I can. Starting with you, Sarah. Damn! Looks like I'm today's pick. You go on ahead. You want eternal rest? I've got it right here. What are you gonna do? Bullets can't get near her! I'll think of something. There's no such thing as a witch. You think you can kill me? I don't know what your group's been through, but let's get one thing clear. I didn't kill your father. Do you think anyone believes your lies? Raiden, get out of here! Ah!